27 Tage Krieg. Ukraine wirft Russland Angriff auf zivile Fluchtrouten vor. Moskau blockiert nun auch Euronews. Kreml-Kritiker Nawalny erneut schuldig gesprochen. Opposition spricht von politisch motiviertem Schauprozess. Ein Shoppingcenter im Westen Kiews. In der Nacht zum Montag wurde es von einer russischen Bombe völlig zerstört. Laut Ukraine starben 8 Menschen, viele weitere wurden verwundet. Mit diesen Bildern von vor dem Angriff will Moskau beweisen, dass das Gebäude von der ukrainischen Armee als Waffendepot genutzt wurde. Wir bitten die westlichen Medien um ihre Aufmerksamkeit. Wir haben eindeutige Beweise dafür vorgelegt, dass das nationalistische Kiewer Regime zivile Objekte in Wohngebieten von Kiew und anderen Städten als Abschusspositionen für Artillerie- und Raketensysteme nutzt. Man habe nur militärische Ziele im Visier, sagt Moskau. Die Ukraine meldet das Gegenteil. Russland greife weiter die Zivilbevölkerung an. Mehrere Städte seien unter Dauerbeschuss. In Mariupol etwa schlage alle 10 Minuten eine Rakete ein. In der besetzten Stadt Cherson habe die russische Armee auf unbewaffnete Demonstrierende geschossen. Bilder, die in Russland meist nicht ankommen. Dort wird die Pressefreiheit weiter eingeschränkt. Inzwischen hat die russische Medienaufsicht auch das Nachrichtenangebot von Euronews blockiert. Die russischen Streitkräfte stecken in der Ukraine fest. Das ist die Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums zur aktuellen Lage an der Front. An diesem Dienstag sollen die russischen Truppen weiter die Regionen von Dnipro und Mykolajew bombardiert haben. Letztere verbindet die Region von Cherson auf dem Landweg mit Odessa und ist deshalb von strategischer Bedeutung. Die Lage rund um die ukrainische Hauptstadt ist weiterhin sehr angespannt. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Borispil in der Nähe von Kiew wurden aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, wenn sie noch können. In Borispil befindet sich der internationale Flughafen, der größte der Ukraine. Er wurde schon in den ersten Kriegstagen von den russischen Streitkräften beschossen. Die ukrainischen Truppen erklärten, sie hätten die Stadt Makariv etwa 50 Kilometer westlich von Kiew zurückerobert. Die Lage in Mariupol ist weiterhin katastrophal, obwohl Kiew versucht, humanitäre Korridore abzusichern, damit tausende Menschen die von russischen Truppen eingekesselte Stadt in Richtung Saporischschja verlassen können. Mariupol war 2014 kurzzeitig von den von Russland unterstützten Separatisten eingenommen worden. Es ist die wichtigste Stadt auf der Landroute zwischen Russland und der Krim. Laut Vereinten Nationen sind bisher mehr als 3,5 Millionen Menschen vor den aktuellen Kampfhandlungen aus der Ukraine geflohen. Nach Angaben der UNO-Organisation für Migration gibt es zudem mehr als 6,5 Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine. Das Land hat insgesamt knapp 42 Millionen Einwohner. Mehr als 2 Millionen seien ins benachbarte Polen geflohen. Eine Frau aus Mykolajew an der Schwarzmeerküste. Wir sind geflohen, als sie mit den Bombenangriffen begannen. 500 Meter von uns entfernt ist eine Rakete explodiert. Es war sehr, sehr beängstigend. Deshalb haben wir uns entschieden, unser Zuhause zu verlassen. Mein Mann ist da geblieben. Ich habe ihn zurückgelassen. Mit mehr als 2,1 Millionen Flüchtlingen führt Polen die Liste der Aufnahmeländer an, gefolgt von Rumänien und Moldawien. Angesichts des Ausmaßes hat der freiberufliche russische Journalist Dmitri Muratov beschlossen, seine Friedensnobelpreismedaille, die ihm 2021 verliehen wurde, zu versteigern, um Spenden für ukrainische Flüchtlinge zu sammeln. In der unabhängigen Tageszeitung Novaya Gazeta, deren Herausgeber er ist, hat er die Menschen dazu aufgerufen, mit Flüchtlingen, Verwundeten und Kindern, die dringend behandelt werden müssen, zu teilen, was ihnen lieb und wertvoll für andere ist. In Zeiten der Krise kommt auch aufrichtige Menschlichkeit zum Vorschein, sagte Hans Kluge, Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Europa in Moldawien. In seiner Videoansprache an das italienische Parlament hat der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, zu schärferen Sanktionen gegen Russland aufgefordert. Ohne den russischen Präsidenten beim Namen zu nennen, sagte Zelensky, Putin habe diesen Krieg seit Jahren vorbereitet.
Es ist der Krieg, den Russland seit langem vorbereitet hat. Diese eine Person hat ihn lange vorbereitet, seit Jahrzehnten. Dank der Öl- und Gasexporte hat Russland enorm viel Geld und dieses Geld für die Vorbereitung des Krieges verwendet. Und zwar nicht nur gegen die Ukraine, sondern sein Ziel ist Europa. Die Ukraine ist für die russischen Truppen das Tor zu Europa. Die Barbarei darf nicht weitergehen. Es gelte zu verhindern, dass sich Russland in Syrien und Libyen mit weiteren Waffen eindecke, sagte Selenskyj, der vor seiner Ansprache an die italienischen Abgeordneten auch mit Papst Franziskus telefoniert hatte. Ein Moskauer Gericht hat den russischen Kreml-Gegner Alexei Nawalny in einem weiteren umstrittenen Prozess schuldig gesprochen. Es verhängte 9 Jahre Straflager und eine Geldstrafe von umgerechnet 8.200 Euro. Nawalny soll im großen Stil Geld für seine Antikorruptionsstiftung veruntreut und eine Richterin beleidigt haben. Die russische Opposition spricht von einem politisch motivierten Schauprozess und einem weiteren Versuch des Kremls, Nawalny mundtot zu machen. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft für den russischen Oppositionsführer beantragt. Nawalnys Anwälte forderten Freispruch. Der Putin-Gegner war im Januar vergangenen Jahres nach seiner Rückkehr aus dem Exil in Deutschland verhaftet worden. Er verbüßt seither eine mehrjährige Haftstrafe in einem Straflager rund 100 Kilometer östlich von Moskau. Dort wurde auch der Prozess abgehalten. Nawalnys Frau Julia stärkte ihrem Mann nach dem Urteil den Rücken. Man werde auch diese Aufgabe meistern. Der europäische TV-Sender Euronews ist in Russland aufgrund der Kriegsberichterstattung blockiert worden. Das hat die russische Generalstaatsanwaltschaft entschieden. Betroffen ist auch die russischsprachige Ausgabe. Als Grund nannte die russische Nachrichtenagentur TASS Falschinformationen von Euronews über die russische Spezialoperation in der Ukraine, wie der Angriffskrieg in Russland bezeichnet werden muss. Anderenfalls drohen durch ein neues Mediengesetz bis zu 15 Jahre Haft. Euronews wies Fake News-Beschuldigungen zurück und protestierte gegen die Strafandrohung. Der Sender verurteile die nicht tolerierbare Einschränkung, die Millionen von Menschen in Russland auferlegt werde. Millionen von Russen vertrauten Euronews, um unparteiische, auf Fakten basierende Nachrichten zu erhalten. Die inakzeptable Zensur, mit der Euronews konfrontiert sei, sei ein weiterer Beweis dafür, dass die Berichterstattung seit Beginn des Krieges diesen Werten treu geblieben sei. Rechtliche Schritte für eine Wiederaufnahme der Ausstrahlung wollte der Sender mit Sitz in Lyon nicht ausschließen. Euronews ist der meistgesehene europäische Nachrichtensender. Das Programm erreicht 440 Millionen Haushalte in 160 Ländern. Warnstreiks an deutschen Flughäfen haben an diesem Dienstag wieder für erhebliche Beeinträchtigungen des Reiseverkehrs gesorgt. Um der Forderung nach mehr Lohn für das Sicherheitspersonal Nachdruck zu verleihen, rief die Gewerkschaft Verdi zu Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen Frankfurt, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln-Bonn auf. Verdi fordert 1 Euro mehr Lohn pro Stunde anstatt der bisher angebotenen 38 Cent. 1 Euro dürfte in der heutigen Lage und in der finanziellen Lage, gerade wo draußen alles teurer wird, ist es, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Wir brauchen den Euro, und damit die Kollegen ihre Familien ernähren können. Und wir machen auf jeden Fall weiter. Auf dem größten deutschen Flughafen in Frankfurt seien die Sicherheitskontrollen außerhalb des Transitbereiches ganztägig nicht besetzt. Es gebe deshalb während der gesamten Streikdauer keine Möglichkeit, von Frankfurt abzufliegen, teilte die Flughafenleitung mit. Die Gewerkschaft Verdi vertritt eigener Angabe nach rund 25.000 Menschen, die an deutschen Flughäfen in der Personen- und Warenkontrolle beschäftigt sind. Ein 18-Jähriger, der verdächtigt wird, in der schwedischen Großstadt Malmö 2 Lehrerinnen getötet zu haben, soll aus Hass gehandelt haben. Das berichtet die Zeitung Aftonbladet. Der Verdächtige sei Schüler der Schule gewesen, in der sich die Bluttat ereignete. Er sei zuvor nicht polizeibekannt gewesen, so die Polizeichefin von Malmö. Wir werden seine Aktivitäten und seine Persönlichkeit untersuchen, sagte sie. Der Schüler soll bisherigen Erkenntnissen zufolge mit einer Axt, mit einem Hammer und einem Messer bewaffnet gewesen sein. Der 18-Jährige selbst habe die Polizei gerufen,
sich widerstandslos festnehmen lassen und noch vor Ort seine Schuld eingestanden, meldet Aftonbladet. Zum Tatzeitpunkt befanden sich rund 50 Personen in dem Schulgebäude. Wo auch immer etwas passiert, wir sind vor Ort und informieren Sie über die neuesten Entwicklungen. Das ist die Nacht, in der die meisten Ukrainer aus Angst nicht geschlafen haben. Die Kämpfe dauern in diesem Moment an, während ich hier spreche. Die Militärhilfe, die in die Ukraine geschickt worden ist, ist hier noch nicht angekommen. Sie sagen, dass das die einzige Möglichkeit für Russland ist, sich gegen die NATO zu verteidigen. Die diplomatischen Bemühungen, mit der russischen Regierung zu sprechen, sind offenbar gescheitert. Dieser neue Entwurf der EU-Sanktionen. Um zu verhindern, dass reiche Russen ihr Vermögen verstecken. Bulgarien ist eines der Länder, in die Ukrainer geflohen sind. Wir sind hier auf der Fähre, die die Ukraine mit Rumänien verbindet. Und ich muss Ihnen sagen, dass die Lage für diese Menschen verzweifelt ist. Man sagt, dass Polen mit offenen Armen auf die Ukrainer wartet. Open arms. Europas führender internationaler Nachrichtensender Euronews. All Views. UNHCR. Jede vierte Ukrainerin, jeder vierte Ukrainer auf der Flucht. Medienzensur. Russland nimmt Euronews Kriegsberichterstattung ins Visier und verbannt das Programm auf nationaler Ebene. Kreml-Kritiker Nawalny erneut schuldig gesprochen. Opposition spricht von politisch motiviertem Schauprozess. Laut Vereinten Nationen sind bisher mehr als 3,5 Millionen Menschen vor den aktuellen Kampfhandlungen aus der Ukraine geflohen. Nach Angaben der UNO-Organisation für Migration gibt es zudem mehr als 6,5 Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine. Das Land hat insgesamt knapp 42 Millionen Einwohner. Mehr als 2 Millionen seien ins benachbarte Polen geflohen. Eine Frau aus Mykolaiv an der Schwarzmeerküste. Wir sind geflohen, als sie mit den Bombenangriffen begannen. 500 Meter von uns entfernt ist eine Rakete explodiert. Es war sehr, sehr beängstigend. Deshalb haben wir uns entschieden, unser Zuhause zu verlassen. Mein Mann ist da geblieben. Ich habe ihn zurückgelassen. Mit mehr als 2,1 Millionen Flüchtlingen führt Polen die Liste der Aufnahmeländer an, gefolgt von Rumänien und Moldawien. Angesichts des Ausmaßes hat der freiberufliche russische Journalist Dmitri Muratov beschlossen, seine Friedensnobelpreismedaille, die ihm 2021 verliehen wurde, zu versteigern, um Spenden für ukrainische Flüchtlinge zu sammeln. In der unabhängigen Tageszeitung Novaya Gazeta, deren Herausgeber er ist, hat er die Menschen dazu aufgerufen, mit Flüchtlingen, Verwundeten und Kindern, die dringend behandelt werden müssen, zu teilen, was ihnen lieb und wertvoll für andere ist. In Zeiten der Krise kommt auch aufrichtige Menschlichkeit zum Vorschein, sagte Hans Kluge, Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Europa in Moldawien. Die Straßengespenste schleer, in der Ferne explodieren Bomben.
Von Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, ist nicht mehr viel übrig. Viele der 1,5 Millionen Einwohner sind geflohen. Hunderte Gebäude liegen in Trümmern. Charkiw liegt nur 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Doch Putins Truppen haben es bislang nicht geschafft, die Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Inmitten dieses apokalyptischen Szenarios versuchen Zurückgebliebene zu überleben. Sie verstecken sich seit Wochen in Bunkern, gehen nur raus, um Lebensmittel zu kaufen, doch die werden immer knapper. Wir brauchen unbedingt Hilfe, fast alle Läden sind geschlossen. Nur ein Supermarkt ist noch offen, doch die Sachen sind dort so teuer, dass man sie nicht bezahlen kann. Viele Menschen hausen seit Ausbruch des Kriegs in den U-Bahn-Stationen, auch diese junge Mutter. Wir sind seit 24. Februar hier. In der Nähe unseres Hauses stand die Schule in Flammen. Panzer standen in Flammen. Deshalb haben wir beschlossen, nicht dorthin zurückzugehen. Hier ist es sehr kalt. Die Kinder werden krank. Sie bekommen Augenentzündungen, sind erkältet. Sie husten, wie Sie hören können. Im Untergrund geht das Leben weiter. In diesem Bunker spielt eine Band ein kleines Konzert. Zur Aufheiterung in den dunklen Zeiten und um Spenden für die ukrainischen Streitkräfte zu sammeln. Diese versuchen auf den Straßen die Stellung zu halten. Hier nehmen sie einen Mann fest, der im Verdacht steht, ein russischer Spion zu sein. Diese Informationen sind nicht überprüfbar. Klar ist, der russische Beschuss auf Charkiw geht weiter. Eines der letzten Opfer war Boris Romanchenko, ein 96-jähriger KZ-Überlebender. Sein Wohnhaus wurde von einer russischen Bombe zerstört. Der europäische TV-Sender Euronews ist in Russland aufgrund der Kriegsberichterstattung blockiert worden. Das hat die russische Generalstaatsanwaltschaft entschieden. Betroffen ist auch die russischsprachige Ausgabe. Als Grund nannte die russische Nachrichtenagentur TASS Falschinformationen von Euronews über die russische Spezialoperation in der Ukraine, wie der Angriffskrieg in Russland bezeichnet werden muss. Anderenfalls drohen durch ein neues Mediengesetz bis zu 15 Jahre Haft. Euronews wies Fake News-Beschuldigungen zurück und protestierte gegen die Strafandrohung. Der Sender verurteile die nicht tolerierbare Einschränkung, die Millionen von Menschen in Russland auferlegt werde. Millionen von Russen vertrauten Euronews, um unparteiische, auf Fakten basierende Nachrichten zu erhalten. Die inakzeptable Zensur, mit der Euronews konfrontiert sei, sei ein weiterer Beweis dafür, dass die Berichterstattung seit Beginn des Krieges diesen Werten treu geblieben sei. Rechtliche Schritte für eine Wiederaufnahme der Ausstrahlung wollte der Sender mit Sitz in Lyon nicht ausschließen. Euronews ist der meistgesehene europäische Nachrichtensender. Das Programm erreicht 440 Millionen Haushalte in 160 Ländern. Ein Moskauer Gericht hat den russischen Kreml-Gegner Alexei Nawalny in einem weiteren umstrittenen Prozess schuldig gesprochen. Es verhängte 9 Jahre Straflager und eine Geldstrafe von umgerechnet 8.200 Euro. Nawalny soll im großen Stil Geld für seine Antikorruptionsstiftung veruntreut und eine Richterin beleidigt haben. Die russische Opposition spricht von einem politisch motivierten Schauprozess und einem weiteren Versuch des Kremls, Nawalny mundtot zu machen. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft für den russischen Oppositionsführer beantragt. Nawalnys Anwälte forderten Freispruch. Der Putin-Gegner war im Januar vergangenen Jahres nach seiner Rückkehr aus dem Exil in Deutschland verhaftet worden. Er verbüßt seither eine mehrjährige Haftstrafe in einem Straflager rund 100 Kilometer östlich von Moskau. Dort wurde auch der Prozess abgehalten. Nawalnys Frau Julia stärkte ihrem Mann nach dem Urteil den Rücken. Man werde auch diese Aufgabe meistern. Der Krieg in der Ukraine trifft die Wirtschaft hart. War es bislang schon schwierig, so ist es jetzt dramatisch, etwa für die Fischerei. Der Preis für den Treibstoff der Boote ist in den letzten Monaten ohnehin gestiegen. Aber seit Beginn des Krieges ist er in die Höhe geschnellt. Für die Fischer ist die Situation eine Katastrophe. Es ist nicht nur der Treibstoff, der uns umbringt. Wir brauchen auch viele Materialien, die bei der Ölverarbeitung anfallen. Die Fischpreise sind gut, aber nicht gut genug, um unsere Kosten zu decken. Während Länder wie Frankreich bereits eine Nothilfe für den Kauf von Treibstoff angekündigt haben, streiken die Fischer, etwa in Spanien. Und in den meisten EU-Ländern gibt es noch immer keine Hilfsmaßnahmen.
Die Situation wird für Schiffe wie dieses, die den belgischen Hafen Ostende verlassen, um in britischen Gewässern zu fischen, immer unhaltbarer. Noch vor einem Jahr kostete die Befüllung des Kraftstofftanks desselben Schiffes nur die Hälfte des jetzigen Preises. Aus diesem Grund haben mehr als 20 europäische Länder unter der Führung Spaniens die Europäische Kommission um Hilfe gebeten. Und die Europäische Kommission hat sie erhört. Trotz der Proteste hat der Fischereikommissar gehandelt. Er schlug eine staatliche Beihilfe vor, um die Betreiber mit bis zu 35.000 Euro für die zusätzlichen Produktionskosten, wie zum Beispiel den Treibstoff, zu entschädigen. Das Ganze wird in den nächsten Tagen in Kraft treten. Jetzt sind die Mitgliedstaaten am Zug. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass sie diese Möglichkeiten so schnell wie möglich nutzen, damit die Mittel umgehend bei den Fischern und der verarbeitenden Industrie ankommen. Die Maßnahme wird in wenigen Tagen in Kraft treten und rückwirkend ab dem Tag des Kriegsbeginns gelten. Der ukrainischen Landwirtschaft drohen aufgrund des Krieges große Ernteeinbußen, die bei Erzeugnissen wie Weizen für Engpässe sorgen könnten. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt, die durch den Krieg steigenden Preise und eine Finanzierungslücke machten die Kürzungen von Lebensmittellieferungen unter anderem in den krisengeplagten Jemen wahrscheinlich. Der französische Außenminister meint, die Auswirkungen auf die Landwirtschaft seien nicht auf die Sanktionen gegen Russland zurückzuführen. Wir kennen die Bedeutung des Getreideanbaus in der Ukraine und Russland. Wir sehen die Folgen des Krieges. Es ist unmöglich zu ernten, auszusehen und zu exportieren. Es sind nicht die Sanktionen, die schwere Störungen der weltweiten Nahrungsmittelversorgung zur Folge haben, sondern der Krieg, weil es keine Nahrungsmittelsanktionen gibt. Es ist der Krieg, der für die Gefahr von Hungersnöten sorgt. Das betrifft insbesondere Länder, die auf Getreideeinfuhren angewiesen sind. In Teilen Afrikas kommt erschwerend hinzu, dass in der Sahelzone und im Osten des Kontinents Dürre herrscht. Auch der Einfluss extremistischer Gruppierungen und wirtschaftliche Auswirkungen der Pandemie wirkten sich gebietsweise verheerend aus, warnen die Vereinten Nationen. In Algerien ist der Verkauf von Getreide und Zucker eingeschränkt worden. Das Land erwägt mittlerweile, das selbst auferlegte Einfuhrverbot für französischen Weizen aufzuheben. Diplomatische Unstimmigkeiten hatten Algerien im vergangenen Jahr bewogen, das Getreide nicht mehr in Frankreich zu kaufen. In Ägypten, das ebenfalls von Importen abhängt, hat die Regierung entschieden, den Brotpreis festzusetzen und droht bei Verstößen mit hohen Strafen. In dem Land kostete Brot zuletzt rund doppelt so viel wie vor dem Beginn des russischen Einmarschs. The mood is sterner than ever. I want this war stop. I want to go home. Urging people to go and seek shelter underground. I don't know what day is it today. Is it Monday, Sunday? But I do know that this is day five. They say that it's the only way for Russia to defend itself. The situation for these people is desperate. We saw almost exclusively women and children. There have been fire exchanges and explosions in that neighborhood. This is the feeling, this is the new reality that people all over Ukraine are living. Образи